Hallo zusammen. Hallo. Wir haben meine Oma besucht und weil das hier in Leverkusen ist und wir diesmal gedacht haben, wir tun uns gleichzeitig was Gutes. Ja, Till hatte die Idee. Ich war ganz erstaunt. Normal ist das ja eher so mein Ressort. Ja, ein bisschen Self-Time. Genau, wir hatten ein bisschen Self-Time und beschlossen, dass wir statt zu seiner Tante zu fahren in die kalte Wohnung, wo keiner ist und Bettzeug mitzuschleppen und zwar da umsonst zu übernachten, was ja auch immer ein großer Vorteil ist, Ja. sind wir hier gelandet im In Landhotel Fetter Fette Henne. Henne. Genau. Ja, und das war so der erste Klick, den ich auf Booking irgendwie gefunden habe, was mich angesprochen hat. Super schnuckliges kleines Hotel mit Pool und Ja, mit Sauna. Pool, das hatten wir noch nie gehabt, Nee. ne? Also ich muss sagen, das Und zu einem war jetzt vertretbaren echt Preis. Das cool muss man auch noch gewesen. sagen. Ja, gebucht habe ich das über Booking, weil ich schon in diesem Genius 2 Level bin und War ein Euro billiger. ja gut, das war jetzt nur ein Euro billiger, aber meistens kriegt man da ja doch noch ein Upgrade oder einen besseren Preis. Ihr wisst ja, wie der Hase da so läuft. Aber jo, haben wir dann ganz spontan gestern gebucht, gestern eingecheckt. Ja. Waren wir bei der Oma, ne? Und Ja, wir sind hier am ja. Rande von Leverkusen, quasi Übergang zu Bergisch Gladbach. Herrliche Gegend, schön grün außenrum. Und ganz in der Nähe von Köln. Das heißt, wenn man mal nach Köln möchte, hat man es von hier aus auch nicht weit. Also das würde auch gehen. Zu meiner Oma ganz praktisch, 2 Minuten Fußweg, noch Da praktischer. konnten wir jetzt laufen. Das war jetzt wirklich sehr Ja, praktisch. dann ansonsten Zimmer, super schön, Ja. groß, geräumig, hell. Genau, die haben hier so ein Jahreszahlen-Zimmerkonzept. Das Ja, fand ich ist eigentlich geil. auch ganz cool. Wir haben die Zimmernummer 1967. Und ich weiß nicht, ob du das gefilmt hast, draußen unsere Tür. Ich glaube Ich ja. glaube ja. An den Türen steht immer die Jahreszahl und was in dem Jahr so passiert ist. Und auch der Frühstücksraum ist dementsprechend so ein bisschen dekoriert mit so Bildern von ja, Elvis, Kurt Cobain. Es hat alles was mit Musik und Schallplatten zu tun. Ja. Und ja, fand ich super. Also hat mir hier richtig gut gefallen. Und ich glaube, wenn wir die Oma mal wieder besuchen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier wieder einkehren, weil gerade auch mit dem Pool und mit der Sauna, das fand ich schon cool. Das ist jetzt nicht riesig, aber am Abend kannst du hier dann noch mal, wir waren gestern Abend noch was essen und nach dem Essen haben wir uns dann umgezogen, sind noch mal eine Runde in den Pool gehüpft, haben noch mal eine Saunarunde gemacht und dann sind wir hier schön ins Bett. Ja, und dann haben die hier auch noch, was haben die hier? Sky? Sky haben sie hier Sky im ist hier Fernsehen, am genau. Fernsehen, am Zimmer. Das war jetzt auch nett gewesen. Da konnten wir jetzt noch irgendeinen Film gucken, während wir im Bett Ansonsten im liegen. Sommer, was wir jetzt alles nicht ausprobiert haben, weil es gerade Winter ist, die haben hinterm Haus halt auch noch so eine kleine Weide mit Schafen zum Streicheln. Hätte ich jetzt gerne gemacht, aber. Und man kann auch draußen picknicken. Also da habe ich quasi da gesehen, man kann sich dann quasi an der Rezeption Ein Picknick eintragen buchen. lassen und ein Picknick buchen, kostet Genau. halt irgendwie ein Zwanni. 20 Euro, so eine Decke Decke mit mit Picknickkorb und Essen, dann Trinken. Ja, das wäre kann man natürlich draußen auch auf die Wiese. super cool. Es ist halt ein bisschen kalt im Moment, aber Ja, okay. gut. Vielleicht, wenn wir mal im Sommer hier sind, vielleicht machen wir das mal. Ja, Fahrräder kann man sich hier auch noch ausleihen, habe ich Ja. gesehen. Man kann von hier aus verschiedene Strecken wandern. Also, ja, ein gutes Konzept, ein gutes Programm. Also, alles in allem auch super modern, ne? Ja. Also, modern, aber so, dass man sich trotzdem sehr wohl fühlt. Also, wie Leckeres gesagt, oh Frühstücksbuffet. ja, das war. Muss man zwar dazu buchen, aber lohnt sich auf jeden Fall. Ja, gut, ich finde auch immer, wenn man schon Der sowas mal macht. Kaffee. Ah, der Kaffee, ja genau. Kaffee gibt es hier in dem Hotel ab 11 Uhr vormittags für alle Gäste umsonst. Also die haben so einen, im Frühstücksraum steht so ein ganz toller Kaffeeautomat. Und da gibt es dann alles Mögliche. Also für Till jetzt gab es guten Kakao. Kakao, es gibt Espresso, Latte Macchiato, Kaffee, was man sich so vorstellen kann, was in so einem Automat so Gutes steckt. Und ja, ist for free den ganzen Tag. Also du kannst einfach vorbeigehen, kannst dir dann schönen heißen Kaffee ziehen, der übrigens auch sehr, sehr gut war. Der Kakao Also auch. muss man auch sagen, ist ja nicht immer so, was aus Automaten rauskommt, wirklich guter Kaffee.
Finde ich super. Auch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, dass es inklusive ist, finde ich toll. Ansonsten haben wir auch gesehen, es gibt hier auch, was wir jetzt nicht genutzt haben, es gibt hier auch Pizza aufs Zimmer mit Getränk für 9 Euro. Haben wir jetzt auch nicht ausprobiert, weil wie gesagt, wir sind ja nur eine Nacht hier. Außerdem waren wir gestern essen. Und wir waren essen, genau. Die Getränke sind auch moderate Preise. Ich glaube, ein Bier kostet hier 2,50, da kannst du auch nichts sagen. Ne? Ja. Also, und die verkaufen hier ihren eigenen Gin, habe ich gesehen. Ne? Die machen hier selber aus, ich weiß gar nicht, ob das auch mit den Kräutern, die hier halt wachsen und so einen speziellen Gin, fette Henne Gin, ich weiß es nicht, aber es ist der fette Henne Gin, der hier unten dann halt auch verkauft wird. Also es ist so ein Familienbetrieb-Konzept, aber gefällt mir. Ja, gefällt mir sehr. Schönes Hotel. Da habe ich schon für wesentlich mehr Geld wesentlich schlechter geschlafen. Auf jeden Fall. Also ich denke, wir werden wiederkommen. Wenn wir das nächste Mal zu Oma gehen, dann ist das eine coole Option, einfach weil wir alles in einem haben. Wellness und ein schönes Zimmer und ein gutes Frühstück. Also was will man für eine Nacht denn noch mehr haben? Ja, das war es. Das war es. Schönes Hotel, wie gesagt, ganz in der Nähe von Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach bzw. Bergisches Land. Sehr schön gelegen. Perfekt. Komm vorbei. Bis denn. Bis dann. Tschüss.